Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zum Let's Play von Civ 5 und wir gehen mutig in eine brandneue Welt rein. Ja, weil wir sind da irgendwie voll im Krieg und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, in dieser Folge wird sich zeigen, ob das richtig war mit dem Krieg oder nicht. Ja, wir werden es sehen. Ich muss da nur noch schnell schauen. Da, das könnte man eben da noch ja, recht gefährlich werden. Ich weiß. Vielen Dank für den Hinweis, dass das gefährlich wird. Ja, aber gefährlich wird es auch da, rund um Osaka herum. Und damit ich weiß, wie ich weitermachen soll, gehen wir doch hier einfach gerade in die nächste Runde und schauen, was der Deutsche denn macht. Er übernimmt eine Ideologie. Ah nein, Persien übernimmt eine Ideologie. Oh, der wird verrecken. Nein, er hat es überlebt. Nein, er hat es nicht überlebt. Hä? Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Vorher hat es mir doch angezeigt, er hat es überlebt. Aber er hat es gleich nicht überlebt. Komisch. Gut, ich muss Arhai irgendwie ein bisschen besser schützen. Eindeutig. Weil, wenn er hier natürlich mit seinen Karavellen rundum schippert, sind mir die wirklich gefährlich. Die könnten nämlich meine Stadt einnehmen. Fregatten, das weiss ich, die haben keine Chance. Und gegen meinen grossen Wissenschaftler, der die Atombombe wird entdecken, hat niemand eine Chance. So, also, ich habe gesagt, ich mache hier 1, 2, 3, 4, oder? Das ist richtig. Du bist gerade eine Strasse am Bauen. Dann bauen wir hier die nächste Strasse. Und jetzt schauen wir zuerst mal, was können wir angreifen. Also, wenn schon die Karavellen so eine Gefahr sind, dann machen wir doch die gerade fertig. Weil dann versaufen sie auch gerade. Und gehen zurück dort hin, wo sie hingehören. Was mache ich mit dir? Du solltest eigentlich auch hier bei der Strasse helfen bauen. Aber bis du da hin bist, das dauert einfach Ewigkeiten. Darum mach mal langsam, wenn wir die angreifen. Ja, es bringt eben nichts, wenn ich die eigentlich angreife. Das wäre einfach so just for fun. So wie der Smiley hier. Nein, ich mach's nicht. Du bleibst dort, das ist okay. Der grosse Wissenschaftler wartet eine Runde. Ich muss eh gerade schnell schauen, was haben wir denn eigentlich da? Ah, gleich haben wir das Dynamit. Super, dann können wir ja die Bundesstrasse darauf laufen. Und der hat sie überlebt. Der andere nicht. Aber der hat sie überlebt. Cool. Und jetzt wollte ich wirklich schauen, kann ich das nicht plündern? Ich probiere es nochmal. Das kann ich ja plündern. Wieso plündere ich denn nicht das? Wenn ich das schon plündern kann. Oder? Und dann könnte ich doch eigentlich... Du hast hier nur Kanonen. Da kommt eh nichts. Der grosse Ingenieur. Pff, auf dem habe ich keine Angst. Was hast denn du hier noch? Zeig mal schnell. Ertrags. Eigentlich kann ich das wählen. Oh, da hast du Schoki. Schokolade. Aha. Also Dortmund wäre eigentlich eine Stadt, wo ich könnte rein. Ich glaube, ich verziehe mich hier in den Wald und tue das hier noch plündern, um den Deutschen noch ein bisschen mehr necken. Weil das mache ich gerne, Deutsche necken. Vor allem auf Schweizerdeutsch, weil sie es ja meistens gar nicht richtig versteht. Okay, was machen wir? Wir machen was? Das machen wir. Wir gehen hier hin. Und die Frage ist, ob ich dann noch schiessen kann. Wahrscheinlich nicht. Und Frankfurt wird mich mit den Kanonen, mit den Fregatten und so angreifen. Das wette ich eigentlich nicht. Wenn ich hier hinkomme, könnte ich die angreifen. Das wäre viel, viel praktischer. Okay. Mal überlegen. Was muss sein, ist folgendes. Du schiessest mal da drauf. Genau. Denn du schiessest mal da drauf. Sehr gut. Weil wir werden Osaka befreien. Wir werden Osaka nicht einnehmen. Nein, wir werden die Japaner zurück ins Spiel holen. Weil das ist mir mehr wert als... Das tun wir mal plündern. Ui, hat aber nicht viel gegeben.
Okay, da wollte ich eigentlich nichts plündern. Die Frage ist einfach, soll ich mit dir da rein? Weil du wirst eh nicht lang leben. Und ich müsste. Wo sind eigentlich meine Minutemans? Da kommt auf einen, den los hier da brauche ich. Unbedingt! Unbedingt! Ah, du kommst aber bis da hin. Wow! Cool! Also, das heisst, du kommst schon bis da hin, dann tun wir dich zurückziehen. Oh, das ist aber noch die Frage, wo ziehen wir dich denn zurück? Wir ziehen dich da hin zurück, jawohl. Und ich hätte wahnsinnig Lust, da hin zu gehen und da so zu schiessen. Oder mit dem Lancier, wie weit? Ja, da komme ich eben nicht. Ich komme eben nicht genug weit. Aber ich könnte den Lancier als Kanonenfutter missbrauchen. Und eigentlich wette ich aber da durch irgendwie. Nein, komm, ich komme tatsächlich mit dir da hin. Du wartest, ich weiß noch nicht, was ich mit dir will. Ich weiß es wirklich noch nicht. Dann haben wir hier nochmal eine fette Kanone, die könnten wir hier hin schieben, in Stellung bringen. Das machen wir. In Stellung bringen. Du bleibst. Mit dir habe ich schon geplündert. Dann könnte ich doch noch weiter plündern, oder? Ah, ich kann nur noch ein Feld fahren. Okay. Dann gehst du. Nie nennen. Das ist auch gut. Denn du heilst. Ich weiß aber nicht, soll ich mit dieser Kanone hier reinfahren und dann mit dieser Kanone hier rein. Da ist ein Hügel da, oder? Kann ich denn da überhaupt schiessen? Ebene Hügel. Das ist ein Hügel da. Oder gehe ich gerade mit dieser Kanone hier rein? Ich gehe gerade mit dieser Kanone hier rein. Und weißt du was? Ich bin ein Depp. Jetzt habe ich doch das Dynamit, oder? Gleich mal eins. Und ich weiß ganz genau, wenn ich da jetzt eine Uni mache oder eine Akademie, dann habe ich nachher da Öl. Und Öl, das dauert einfach noch Ewigkeiten, bis ich das entdecke. Also, dann gehen wir halt da rein. Aber da will ich auch Öl haben. Es kommt aufs Gleiche raus. Und vor allem bewirtschafte ich die Felder so oder so nie. Habe ich denn keinen besseren Platz für eine Uni? Oder besser gesagt, für eine Akademie? Zum Beispiel hier. Im Dschungel innen. Voll welcome to the jungle. Das wäre jetzt von mir aus gesehen viel, viel, viel praktischer und viel, viel nützlicher. Dschungel eben. Da hätte ich eben hier noch ein bisschen Nahrung. Ich mache das so. Das ist mir im Fall gleich. Tycho Brahe, du machst mir so eine Wasserstoffbombe. Ah, nein, Atombombe habe ich gesagt. Du erfindest mir die Atombombe. Und wirst du das überleben? Knapp wahrscheinlich. Aber ich brauche da. Ich brauche dich dort. Also musst du da. Du musst einfach überleben. Dann könnte ich. Ah, ich sehe gerade, du bist ja Todus. Ich könnte. Da ein bisschen so der gleiche tun, als würde ich flüchten mit dem. Und da hin. Einfach so, just for fun. Weil dann müsstest du nämlich rauskommen und ich könnte dich angreifen. Aber du kannst mich eben dann dort auch von zwei Seiten sogar angreifen. Weißt du? Gang doch das zu reparieren. Komm, das ist okay. Leck, ich brauche Ewigkeiten. He? Ich brauche wirklich Ewigkeiten. Da haben wir nur eine Strasse, oder? Das sehe ich richtig. Die lassen wir aber. Wir schiessen. Wir schiessen. Da oder da drauf. Ich wäre eben für da drauf. Einfach auch, just for fun. Weil Osaka. Eins, zwei. Gut, warte schnell. Die muss ich. Du wirst mich eben hier nachher angreifen. Da komm, ich muss. Ah, du kannst. Ich kann da nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Und da kann ich auch nicht. Was machst denn du da überhaupt? Einfach nur einen Scheiß machst du da.
du bietest Kanonenfutter. Ja, das ist auch okay. Dann biet doch Kanonenfutter ab. Jetzt, was mache ich mit Gatling-Kanonen? Warte, ich will. Gib mir Gatling, genau. Ich gehe jetzt mit dir hier rein. Ich könnte aber auch hier rein. Nein, ich gehe hier rein. Und schieß mal hier die Rössli ab, die Nerven. Zwei weniger. Gut. Und jetzt tust doch du hier heilen. Gut, dann weiss ich, Arhai leidet Hunger, das haben wir gesehen, der ist verreckt. Und Percy hat eine Ideologie übernommen, und zwar welche Ordnung. Ha, bei denen ist alles in Ordnung, so wie es aussieht. Da geht es noch eine Runde, da geht es noch eine Runde, da geht es noch zwei Runden und dann bin ich da wieder ein bisschen im, ja, Plus würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber besser, stehe ich besser da als vorhin. Das werde ich überleben. Jawohl, und das werde ich auch überleben. Da haben wir keine Angst. Da bräuchte ich eigentlich einen Stadtmauer. Das machen wir gerade nach dem Observatorium. Jawohl, das hat funktioniert. Yes, wunderbar funktioniert hat das. Yeah, voll geil. Da bin ich zufrieden, wenn du sogar das überlebst und mir so kommst. Finde ich voll geil. Okay, was machen wir? Wir gehen ins Wasser. Und da gehen wir Richtung Norden. Oder wollte ich da noch schnell sehen, was in Mogadischu läuft? Hm, nein, wollte ich nicht. Wer? Ah, du. Also weg. Das Rössli wollen wir nicht bei mir haben. Ich brauche dich eben, glaube ich. Aber wenn ich dich aufziehe, dann habe ich gar keine Verteidigung mehr da hinten. Aber ich brauche dich. Es gibt keinen Weg vorbei. Machen wir mal das an. Und ja, was tun wir noch? Deckung. Deckung. Nein, mal Deckung ist gut. Dann gehst du auch da durch, oder? Ja, weil ich komme ja eh nicht schneller. Da rauf. Ah, mal der Weg ist gut. Weil dann gebe ich da Cusil auch noch ein bisschen Zeichen, so von wegen, hey, schau mal. Hahaha. Da kommt der Musketier. Okay, jetzt hast du da 1, 2, 3 Kanonen plus da das halbe Ding. Da könnten wir 1, 2 den mal fertig machen. Zuerst so. Und dann. Verreckst du gerade? Nein, nicht wirklich. He. Dann nehmen wir den hier. Ja, der ist Gold wert. Du bist. Wie lange noch? 4 Runden brauchst du noch. Merde. Kann ich mit dir einfach gerade schnell eins weiter? Gut. Dann kommst du mal in die Stadt und warte, jetzt wollte ich dich aber hier runter, dass du dort kannst nachher die Strasse weiterbauen. Und jetzt du wartest, mit dir baue ich da jetzt so eine Akademie und mit dir würde ich jetzt gern, warte, ich muss hier schnell schauen, hier vernichte ich die, ich vernichte zuerst hier. Machen wir dich mit einem Lancier fertig, hä? Mit einem billigen, kleinen Lancier mache ich dich fertig. So, wunderbar. Jetzt Einstellung, schiessen. Sehr gut. Du könntest sogar noch flüchten. Ja, dann flüchte du wieder hier in den Wald rein. Das ist ja perfekt. Perfekt. Der gehe ich in die Stadt rein. Das heisst, du... könntest rein theoretisch, ich habe da schon zwei, eben, also komm du mal so und komm du mal, ja, da kommst du halt so, das ist ja egal, ja, schiessen wir, ich würde eigentlich den da noch gerne, aber das geht nur, wenn ich den da überziehe und dann kommt der da wieder, komm, Osaka, angreifen! Osaka, angreifen! Ja, ich muss in dem Fall da mit dem auch noch angreifen. Und einfach, damit ich mal dir kann zeigen, wer da eigentlich der Man ist, greife ich dich da nochmal an.
Und, schau jetzt, tatarata, ich befreie die Stadt. Ich will sie weder adaptieren, noch eine Marionette erstellen, weil, wirklich, ich will die Japaner wieder im Spiel haben. Aus einem ganz einfachen Grund, ich brauche einen Verbündeten gegen die Deutschen. Darum befreie ich die Stadt. Und zudem kann ich dann am Weltkongress sagen, hey, schaut Jungs, die Deutschen, die sind einfach nicht ganz bache. Da müssen wir etwas unternehmen. Cool, oder? Jetzt können wir dich fertig machen, aber nachher bin ich tot. Dann machen wir was noch? Schnell. Ich schenke dir die Einheit. Komm. Mit der kannst du eh nichts anfangen. Zeig mal, was ist denn da noch? Die Grenzbeziehungen haben sich geweitet. Schön, aber wahrscheinlich Gold ist eben meine. Warte, was ist da noch? Arhai leidet Hunger, das weiß ich. Statt Little Wettingen ist gewachsen. Kümmere mich schnell um das. Ja, nimm das, das ist gut. Und ich brauche einen grossen Ingenieur. Wow, okay, cool. Nein, ich brauche ein Brandenburger Tor. Nice. Nein, ich brauche Kanonen. Nein, ich brauche den Minuteman. Und zwar ist das gut so. Jetzt gehst du in die Stadt rein. Du bleibst. Und da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob ich mit dir nichts mache. Weil ich könnte eben auch hier rüber und plündern. So, schau. Ah, verdammt! Shit! Der wird verrecken. Habe ich noch einen? Ja gut, der wird eben auch nicht lange leben. Ich brauche hier mal schnell den Lancier. Wie weit kommst du? Du kommst überhaupt nicht weit. Wieso kommst du nicht so weit? Du bist doch ein Lancier. Du bist doch zu Fuß mit dem Ross unterwegs. Komm, geh mal da hoch. Okay, jetzt müssen wir die zweite Karavelle hier noch schnell vernichten, weil die wollen wir nicht haben. Einfach. ist okay. Lassen wir gelten. So, da brauche ich eine Stadtmauer. Wo haben wir sie? Stadtmauer da. Und eine Moschee könnte ich hier noch brauchen. Gebt mir wieder plus 1 Zufriedenheit. Wie viel habe ich denn eigentlich? 1000? Ja, komm, wir bauen die Moschee. Da haben wir wieder mindestens 1 Zufriedenheit. Ah, wir können noch mehr produzieren. Ah, Paddington kann. Oh, alright. Dann machen wir das noch einmal so einen. Oh, Kavallerie. Kampf 34. Du hast 24. Gut, ja, dann machst du mir eine Kavallerie. Komm, hör auf. Der Minuteman ist langsam. Alte Garde. Es geht hier anders vorwärts momentan. Jetzt bin ich gespannt, was der Deutsche alles vorhat. Was wird er vor allem hier machen? Schauen wir. Ah! Habe daneben geklickt. So, gut, du bist hier in Sicherheit. Dann greifst du ihn an, greifst du mehr an. Wird es dann. Pakal ist sein Ärgernis. Ja, komm, das ist mir im Fall so etwas von egal, was ihr auf eurem Kontinent dort hin macht. Ja. Eitsch. Ah, der schiesst auch noch dort. Eitsch. Kommt der Deutsche in dem Fall vor dem Japaner dran? Sehe ich das richtig? Mach ihn fertig! Yes! Nein! Um einen, du! Verdammt, um einen! Also um ein Haar hätte ich fast noch einmal müssen, ein Helden-Epos errichten. Du, jetzt längst dann aber dort. Und du überlebst es aber. Einer hat es überlebt wenigstens. Ja, auf der habe ich keine Angst. Komm. Das hat mich nicht einmal gekratzt. So, komm, lass mich spielen. Ich will die fertig machen. Lass mich spielen. Komm, hopp. Ja, gut. Du darfst hier gerade wieder mal an Land kommen. Aha, verdammt. Nein! Das ist ein Scheiß. Warte, wo war jetzt der? Da irgendwo. Wo? Oh, irgendwo da. Nein, so ein Kackmist aber auch. Ah, Seiche, Elende. Was bist du für einen? Mogadischu. Bin ich mit Mogadischu nicht im Krieg? Ich glaube, ich bin in Krieg mit dem. Oh, das ist der falsch. Aber ist egal, schauen wir gerade mal schnell. Ah, schau mal, der Deutsche ist nicht mehr so stark, hä? Da, der Perser, der will es wissen. Okay, aber wie sehe ich und wo sehe ich jetzt das auch schon wieder mit
Siegfortschritt, Spionage, Weltkongress, nein, Militärübersicht, nein, das wollte ich auch nicht. Benachrichtigungslog, nein, das wollte ich auch nicht. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das ist es nicht. Ich wollte einfach das Diplomatiefenster, hure sich. Da. So, Weltpolitik, zeig mir mal. Wo sind die Stadtstaaten? Aha. Eure Beziehungen. Krieg, Krieg, Krieg. Manila. Okay. Ich hätte es auch anders anschauen, ich weiß es, aber ich habe es jetzt so nachgeschaut. Das ist auch irgendetwas, oder? So, gehen wir jetzt hier noch schnell runterschauen. Nein, komm, das lohnt sich nicht. Gehen wir wieder rauf und schauen, wo denn der in Zukunft einmal hingeht. So, jetzt bauen wir hier die Strasse endlich mal fertig. Der Minuteman geht mir hier rauf und wartet mal, weil vielleicht brauche ich den dann noch. Du heilst mir, dann gehen wir Richtung Frankfurt. Das ist ja klar. Also das heisst, den brauche ich, um den abschiessen. Sehr gut. Dann brauche ich dich, um die Kanone hier abzuschiessen. Jawohl. Dann brauche ich dich. Tatsächlich. Also warte schnell, dann mache ich aber zuerst das. Weil. Wieso gehst du jetzt da nicht durch? Aha, weil du bist ja ein Fernkämpfer. Okay. Okay. Schau, Osaka, du kannst dich jetzt um Kyoto kümmern und um Dortmund und Tokio. Das ist mir egal. Mach du da im Osten wieder sauber. Ich werde. Die Lanciers sind ja mega gut gegen die Musketiere hier. Die Musketiere haben ja kein Brot. Dann gehen wir hier mal auf den Hocker rauf. Cool. Und. Vorwärts! Marsch! Du tust mir das reparieren. Du kommst hier, weil du hast es ja überlebt und kommst mal zurück. Schade, habe ich da den grossen Einsteiner nicht können für mich behalten. Unbedeutende Niederlage. Ja. Kann ich mit dir nicht. Ich will nicht kostspieliger angreifen. Ich werde jetzt einfach schnell schauen, dass ich da Manila Frieden verhandle. Frieden blockiert. Seich. Also dann tun wir dich da in Stellung bringen. Dich bringen wir da in Stellung. Und da gehen wir mal richtig so. Dann gehen wir da mal richtig. Was machst du für einen Umweg? Hallo? So, und habe ich das Dynamit noch nicht? Ach Mensch. Also, dann halt erst in der nächsten Runde. Mit dir gehe ich jetzt aber ganz sicher da hin. Und welche Killleader? Ich nehme dir einen ab. Anzählen, Böllen, der ist der eigentlich gefährlicher als der, oder? Gegen den bin ich einfach viel stärker. Aber das ist auch klar, weil der hat ja nichts mehr da. Aber du hast meinen Held vernichtet, darum gibt es jetzt einen Racheakt. Oh, look, nimm das! So, du bleibst. Du heilst, aber eigentlich wäre ich froh, wenn du könntest auf meinem Territorium heilen, das wäre da, weil dann würdest du vielleicht ein bisschen schneller heilen und das wäre okay. Gut, dann haben sie sich geweitet, sehr schön, Fisch hat es gegeben. Und jetzt schiessen wir noch das Schiff runter, anzählen, bellen, kommt nicht davon. Schön, eins nach dem anderen, denn Arhai weiss ich, hat Hunger, da ist mein Held gestorben. Das ist mir egal. Und New Brock, man kann wieder etwas bauen. Sehr gut. Gibt irgendetwas noch Zufriedenheit? Zufriedenheit wäre jetzt ganz gut. Wäre ich wirklich, wirklich froh um Zufriedenheit. Gendarmerie. Garten. Gibt es keine? Schade. Aber da würde es ein bisschen vorwärts machen. Mit. Wie sagt man? Mit. Warte, ich brauche ein Arbeitsboot. Mit den grossen Persönlichkeiten.
Haben wir da jetzt alles? Singapur ist da ja Mine. Osaka haben wir befreit. Ja, wir gehen in die nächste Runde. Ah, schau jetzt. Du bist dort angekommen, dann bau doch eine Strasse. Und ich habe gesagt, wir gehen in die nächste Runde. Also gehen wir in die nächste Runde. Tut nicht schwierig. Wir entdecken jetzt nämlich das Dynamit. Ich hoffe, ich habe genug Geld für all meine Kanonen können upgraden. Und sobald ich das nehmen kann. Ui, schau jetzt wird es aber da wirklich. Wirklich, wirklich hart. Eitsch. Kann ich irgend. Nein, ich müsste von New Brock auskommen mit dem Schiff. He? Das schnurrt. Ja, wir haben es Dynamit, danke. Und Little Wettinger hat einen grossen Künstler gemacht. Der wird mir wahrscheinlich auch wieder irgendein Kriegsbild malen. Zum Beispiel die Schlacht von. Ah, warte schnell, mir kommt jetzt gerade etwas in Sinn. Mir kommt ja gerade etwas in Sinn, das machen wir noch. Du malst mir eben etwas. Irgendetwas, ist egal was. Die Schlacht von Singapur zum Beispiel. Ja, genau. Das sehe ich aber so. So hat die Schlacht ausgesehen, hast du gecheckt? Okay. Mogadischu, ist nicht irgendjemand. Wird da niemand mit mir handeln momentan? Nicht, he? Also dann gehen wir nach dem meisten Gold. Das ist Mogadischu, dem gehen wir auf Mogadischu. Gut. Okay, also jetzt, ich habe ja zwei Helden verloren. Einen da und jetzt, warte schnell, machen wir das so. Hä? Gut, plus, und zwar ist der da verreckt, glaube ich. Oder da? Ich mache es jetzt mal da. Das war ein Battle gewesen, und zwar heldenhafter, was ist es gewesen? Piki. Ein heldenhafter Piki. Dann müssen wir aus R noch schnell werden. Heldenhafte Piki. Die Schlacht war da und die war super. Und da. Ah, warte, muss ich da wieder aufs Plus drücken. Da haben wir auch einen heldenhaften gehabt. Ein heldenhafter Mini. Sehr gut. Ah, warte, da müssen wir auch noch den Battle machen. Cool. Sehr schön. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Und jetzt schauen wir da noch schnell. Da hat sich etwas erweitert. Das ist gut. Persin hat mit der Wissenschaft gestohlen. Hey, ja, Ali, hallo. Würdest du bitte das Silo? Ein japanischer Spion getötet. Oh. Hey. Du wirst das bitte auch sofort Silo. Wen haben wir denn da? Der Dennis hat sich befördern. Zeig mal, wie sieht eigentlich Berlin aus? Du bist ein Zoo am machen. Du hast wieder Zufriedenheit. Das ist nur, weil ich dir Osaka weggenommen habe. He? Ja, ja, das ist gut. Bau du das. Du hast. Wow, du bist da schon noch recht. Yeah, Mama. Nicht schlecht. Okay. Warte, jetzt gehen wir da zuerst mal. Ich muss da mal ein paar Schiffe vernichten, weil das wird sonst nichts. Nehmen wir zuerst mal dich. Und jetzt warten wir schnell. Ich muss mir schnell überlegen, wie ich das mache. Dann wurde befördert, sehr gut. Okay, dann können wir endlich mal die Navigation entdecken. Komm, wir gehen eh gerade auf Biologie. Weil ich wollte wissen, wo das Öl ist. Und dann könnten wir langsam Frieden schliessen, eigentlich. Wobei, jetzt habe ich ja Dynamit. He? Und das mache ich jetzt, bevor ich es vergesse. Kostet ja nur 140. Da kostet es auch nur 140. Mit dir kann ich das da leider nicht machen. Du musst da reinkommen. Das kann ich, das heisst, ich kann das erst etwa zwei Runden später machen. Dann könnten wir da ein bisschen Unruhe stiften, indem dass wir mal da reingehen und das einfach so plündern. Und dann da ist niemand, oder? Gehen wir da rein. Jawohl, denn das ist Gatling-Kanone. Die würde ich eigentlich auch gerne schnell heilen lassen, aber weißt du was? Du kannst auch hier auf dem Hocker oben heilen. Und mit der komme ich mal
Eins, zwei, führen, aber da kann ich nicht plündern, gell? Also komme ich mal hier in den Wald rein. Das ist gut. Dann brauche ich da jetzt eine Straße Richtung Dortmund? Nein, eigentlich nicht. Zeig mal, was habe ich denn da noch? Was kann ich denn da noch? Nicht mehr. Da ist noch das Feld frei. Also, dann geh doch du dort rüber. Das dauert wieder Ewigkeiten, klaro. Dann gehen wir den mal gefangen. Und mit dir komme ich hier rauf. Du bleibst auf dort, das ist eine gute Position. Dann weiss ich noch nicht so genau, was ich mit dir machen soll. Du bist ja eigentlich voll cool. Und darum könntest du eins führen, aber der wird mega drunter kommen. Der hat da Kanonen en masse. Weißt du was? Bleib doch einfach dort. Das ist okay. Gatling-Kanone, die kommt von da hin. Die schieben wir dort hoch. Und mit der gehen wir da mal ein bisschen rauf. Ich würde sagen, das ist sie. Nächste Runde kommen wir da eine Kavallerie über, ein Fischerboot und den Minuteman hole ich mir noch. Das wollte ich nicht. Gib mir das. Was? Das reicht nicht! Du willst mich verarschen? Ich habe ja nie mehr Produktion. Da hätte ich noch. Ach Menno, also warte schnell, dann nehme ich halt den schnell raus. Hier hin. Yes, so geht's doch! Hast doch gewusst, das ist irgendwie möglich. Muss ja irgendwie möglich sein. Da haben wir nämlich in der nächsten Runde hier ein bisschen aufgestockt. Hier kann ich eh nicht viel machen. Außer betten. Dann betten wir halt mal. Wenn ich bin eh am Verhungern, nimm das da mal. Und weißt du was, nimm das da mal. Es reicht aber nicht. Es reicht nicht wegen dem da und wegen dem dort. Ja, dann lassen wir es halt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, ich danke dir vielmals, dass du dabei gewesen bist. Und ich hoffe, du bist jetzt das nächste Mal wieder, wenn wir weiter gegen Frankfurt, Berlin, Hamburg und was kommt da oben noch? Köln, Essen und was auch immer. Ah, das hast du jetzt gar nicht gesehen. Egal. In dem Sinne, ich bin mich selber. Cheers.